Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video geht es um einen Sonderfall der Entgeltfortzahlung für den Arbeitnehmer im Krankheitsfall, nämlich die sogenannte Fortsetzungserkrankung. Der Arbeitnehmer setzt seine Erkrankung fort. Die Rechtsgrundlage ist zunächst mal das EFEG. Das Entgeltfortzahlungsgesetz, und zwar der Paragraph 3. Und dieser Paragraph 3 regelt zunächst einmal das Recht des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung von 6 Wochen pro Krankheit. Pro Krankheit, das ist wichtig. Die Ausnahme ist die sogenannte Fortsetzungserkrankung. Bei einer Fortsetzungserkrankung bekommt der Arbeitnehmer zunächst einmal nur einmal 6 Wochen vom Arbeitgeber, aber es gibt zwei Ausnahmen von der Ausnahme, wo er eben doch aufgrund der Fortsetzungserkrankung vom Arbeitgeber Entgeltfortzahlung erhält. Schauen wir ins Gesetz rein. Paragraph 3, Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, verliert er normalerweise seinen Anspruch, aber hier so verliert er seinen Anspruch nicht, wenn, und jetzt kommen zwei Bedingungen, erstens, wenn er, also der Arbeitnehmer, vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens 6 Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von 12 Monaten abgelaufen ist. Halten wir das zunächst mal fest und halten wir es einfach fest. Also zunächst einmal, der Arbeitnehmer ist 6 Monate, er ist 6 Monate gesund. Wir werden das gleich noch etwas präziser zu formulieren haben, aber zunächst mal reicht es, wenn wir es so formulieren. Oder, das war der zweite Fall, die 12-Monatsfrist die 12-Monatsfrist ist abgelaufen seit Beginn der ersten Erkrankung. Auch dann hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Was bedeutet das? Schauen wir ins Beispiel. Zunächst mal, erstes Beispiel, Beispiel A. Der Arbeitnehmer hat 6 Wochen Krankheit X. Für 6 Wochen, ganz klar, zahlt der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung nach Paragraph 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Dann ist der Arbeitnehmer 3 Wochen gesund. Und jetzt hat der Arbeitnehmer Krankheit Y. Das ist keine Fortsetzungserkrankung. Das heißt, auch hier wieder gilt 6 Wochen Arbeitgeber, denn es gilt 6 Wochen pro Krankheit. Wenn ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber psychologisch fertig machen will, muss er nur immer wieder eine neue Krankheit entwickeln und hat jedes Mal Anspruch auf 6 Wochen. B. Der Arbeitnehmer hat 4 Wochen die Krankheit X, ist 3 Wochen gesund, AN heißt Arbeitnehmer, und hat 3 Wochen wieder die Krankheit X. Es handelt sich um eine Fortsetzungserkrankung. Ja, eine Fortsetzungserkrankung. Und hier gilt von den 3 Wochen, zahlt 2 Wochen der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und die letzte Woche zahlt die Krankenkasse. Und jetzt kommt der Fall C. Der Arbeitnehmer hat 6 Wochen die Krankheit X. Hier ist ganz klar, Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber brauche ich nicht mehr hinzuschreiben. Ist dann 6 Monate gesund und hat 6 Wochen wieder die Krankheit X. Es handelt sich um eine Fortsetzungserkrankung hier. Es handelt sich um eine Fortsetzungserkrankung hier. Und in diesem Fall gilt der Fall, den wir gerade hatten. Der Arbeitnehmer ist 6 Monate zwischendurch gesund. Das heißt, auch in diesem Fall gilt 6 Wochen hier Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Und wir müssen den Fall sogar noch erweitern. Es kann sein, und das sagte ich gerade, die Formulierung ist nicht vollständig, der Arbeitnehmer ist gesund. Oder er hat Krankheit Y. Auch das könnte sein. Wenn er 6 Monate Krankheit Y hat und dann an Krankheit X erkrankt und die erste Krankheit fortsetzt, kriegt er auch Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Der vierte und letzte Fall. Der Arbeitnehmer hat 6 Wochen Krankheit X, kriegt Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber, völlig klar.
ist dann 23 Wochen gesund oder hat eine andere Krankheit. Siehe hier, hat Krankheit Y. Dann hat er wieder Krankheit X. Krankheit X, es handelt sich um eine Fortsetzungserkrankung. Aber hier beginnt nun eine Frist zu laufen, die 12-Monats-Frist. Die 12-Monats-Frist sind hier 6 Wochen plus hier 23 Wochen, sind 29 Wochen bereits abgelaufen seit diesem Beginn hier. Von den 30 Wochen kommen jetzt 23 Wochen hinzu. Warum 23? Weil 29 plus 23 52 Wochen ergeben. Damit sind 12 Monate 52 Wochen abgelaufen. Das heißt, von diesen 30 Wochen zahlt 23 Wochen die Krankenkasse. 6 Wochen zahlt der Arbeitgeber. Und jetzt bleiben noch 23 plus 6 sind 29, insgesamt sind es 30 Wochen. Eine Woche wieder die Krankenkasse. So ist die Regelung. Das ist die Regelung hier oben, dass seit Beginn der ersten Krankheit die 12-Monats-Frist abgelaufen ist. Ja, das war's. Schauen Sie für weitere Lernhilfen unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.